hatte schon mit seinem riesigen Holzhammer ausgeholt. Ich hatte einen Kloß im Hals. Aber da machte Alex einen Schritt nach vorn und stellte sich vor mich. Nein, mach das nicht! Eine Sekunde später hörte ich einen schrillen Schrei. Hey Paula, was ist mit dem Kleinen, der dich so gern kennenlernen wollte? Hörte ich plötzlich von meinem Freund im Tarantelkostüm. Heute ist der Halloween-Ball an unserer Schule. Und heute ist mein 18. Geburtstag. Hurra! Endlich bin ich ganz erwachsen. Heute haben mir alle gratuliert. Sogar die Kinder aus den unteren Klassen. Aber dieser neue Alex, er sah aus wie 12 und kam erst vor ein paar Wochen an unsere Schule. Alex sah sehr schüchtern aus, versuchte aber fast jeden Tag, mit mir ein Gespräch anzufangen. Früher hatte ich ihn ignoriert, aber jetzt ging ich direkt auf ihn zu. Soll ich einem 12-jährigen Jungen den Kopf verdrehen? Ich wollte es meinen Freunden beweisen. Ich ging zu dem Jungen, er war im Kostüm des Aufsehers im Tintenfischspiel und fing an, ihm schöne Augen zu machen. Ihr hättet sehen müssen, wie er aufblühte. Meine Freunde beobachteten die ganze Szene und kicherten. Aber plötzlich fing ein langsames Lied an. Für eine Sekunde war ich verwirrt, aber ich hatte mich schnell im Griff. Nun, Kleiner, da bist du in was reingeraten. Ich lud Alex zum Tanzen ein. Er schien vor Glück zu strahlen. Ich dachte, er würde verklemmter sein. Aber er legte mir irgendwann sogar den Kopf auf die Schulter. Wow, der Neuling. Während wir tanzten, beschloss ich, ihn ordentlich auszufragen, weil ich kaum was wusste. Und plötzlich stellte sich heraus, dass Alex auch ein Adoptivkind ist. Na sowas. Nur wenige in der Schule wussten, dass ich adoptiert wurde, als ich ungefähr 6 war. Meine Freunde schienen auf dieses Problem aufmerksam geworden zu sein. Ich erinnerte mich sofort wieder an unsere Wette. Gehen wir in den Abstellraum, warf ich Alex zu. Wir tanzen dort zu zweit. Alex schien ein wenig angespannt zu sein, war aber einverstanden. Wir gingen ungestört in den Abstellraum, direkt vor den Nasen meiner Klassenkameraden, und ich jubelte einfach. Ja, ich kann jedem auf dieser Party den Kopf verdrehen. Dachten Sie, ich mache einen Rückzieher? Im Abstellraum tanzten Alex und ich weiter, aber seine Stimmung änderte sich merklich. Er schaute mir manchmal in die Augen, aber sofort blickte er wieder weg. Stimmt was nicht? Fragte ich mit einem Lächeln. Ich dachte, er würde sich Sorgen machen, dass er mit einem älteren Mädchen tanzt. Aber was er als nächstes sagte, wollte einfach nicht in meinen Kopf. Sei mein Vormund, du bist doch schon 18, rief Alex plötzlich. Was? Er stammelte schnell, dass für eine Erklärung keine Zeit sei. Ich war schockiert. Hat der Junge eine Klatsche? Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, aber plötzlich brach die Musik im Hauptsaal abrupt ab. Wir hörten ein Geräusch und rannten los, um zu sehen, was dort vor sich ging. In der Aula gab es Turbulenzen. Plötzlich sah ich Polizisten. Für eine Sekunde dachte ich, es wären nur die Jungs aus der Parallelklasse in Halloween-Kostümen. Aber nein, das waren echte Cops. Alex trat nervös zurück. Ich verstand gar nichts. Ich sah zu, wie die Cops sich den anderen Schülern näherten und ihnen ein Foto von Alex zeigten. Sie sagten, der Junge sei vor kurzem aus dem Waisenhaus verschwunden und dass sie den Fall jetzt untersuchten. Ist das ganz sicher keine Verarschung? Ich hörte, wie die Kinder aus Alex' Klasse flüsterten, dass Alex angeblich von seinem verrückten Vater gejagt wird. Der will seine elterlichen Rechte zurück. Nein, das ist zu viel. Wo ist dieser Junge? Ich muss ihn viel fragen. Ich eilte in die Richtung, in die Alex gegangen war, aber da ging im ganzen Saal das Licht aus. Das Durcheinander wurde größer. Im Dunkeln stieß ich hin und wieder mit anderen Schulkindern zusammen. Jemand fing sogar an zu schreien. Ja, ein echter Halloween-Ball. Da gibt es nichts zu sagen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie die Polizisten mit Taschenlampen alle Jungs in Kostümen aus dem Tintenfischspiel ansprachen. Ich blieb stehen und sah zu, wie einer der Cops die Maske Alex vom Gesicht zog. Aber es war ein anderer Junge. Ich seufzte erleichtert. Aber wo war Alex? Ich versuchte ihn zu finden, aber alles vergeblich. Wahrscheinlich war er schon irgendwo weit weg. Nach 15 Minuten forderten die Polizisten alle auf, den Raum zu verlassen. In dem Riesengedrängel am Ausgang konnte ich nur an eins denken. Warum wollte Alex, dass gerade ich sein Vormund werde? Diesen Gedanken wurde ich auf dem ganzen Weg nach Hause nicht los. Ich war schon fast in meinem Hof angekommen, als ich hörte, wie mir jemand schnell hinterherlief.
In meinem Kopf tauchten sofort Wortfetzen über den verrückten Vater auf. Ich hatte einen Kloß im Hals. »Hey, Paula«, hörte ich plötzlich eine freundliche Stimme. Ich drehte mich um und sah Alex. »Wo warst du? Ich habe dich den ganzen Abend gesucht.« Alex war kurz verwirrt. »Hast du wirklich nach mir gesucht?«, fragte er plötzlich. Ich nickte ungeduldig. »Ich muss dir etwas sagen.« Alex schaute mir jetzt direkt in die Augen. Es war zu sehen, dass es ihm schwerfiel, mit der Aufregung fertig zu werden. Für eine Sekunde dachte ich, er würde mir jetzt seine Liebe gestehen. Aber Alex sagte etwas viel Schockierenderes. »Eigentlich sind wir Geschwister. Mein ganzes Geld ging für eine Bestechung im Waisenhaus drauf, um das rauszukriegen. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Ja, ich wusste schon lange, dass ich ein Adoptivkind bin. Aber ist dieser Junge mein Bruder? Das wollte mir einfach nicht in den Kopf. Aber sofort ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass wir uns sogar ein bisschen ähneln.« Alex redete indessen weiter. Er erzählte, dass seine Pflegemutter vor einem Monat gestorben sei und ihm ein gutes Erbe vermacht hatte. Aber das erfuhr sein verrückter Vater. »Unser verrückter Vater, um genau zu sein«, korrigierte sich Alex. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass das alles wirklich passiert. Als der Vater von dem großen Erbe erfuhr, beschloss er sofort, seine elterlichen Rechte wiederherzustellen, um an das Geld zu kommen. Zuerst waren seine Versuche ziemlich harmlos. Er kam zu Alex ins Waisenhaus und brachte sogar irgendwelche Geschenke mit. Aber Alex ließ sich nicht einlullen und dann wurde dieser Wahnsinnige richtig verrückt. Er beschloss, die Elternrechte gewaltsam zurückzuholen. Alex war gezwungen, aus dem Waisenhaus zu fliehen, aber sein Vater fand ihn und verfolgte ihn jetzt. »Ich wollte, dass du mein Vormund wirst, weil ich gar keinen mehr habe.« Alex wandte den Blick ab. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Im Kopf war ein völliges Chaos. »Aber warum hast du das nicht gleich gesagt?« war das Einzige, was ich mir abbringen konnte. Natürlich hätte ich meinen eigenen Bruder nicht im Stich gelassen. Aber ich hatte keine Zeit, den Satz zu beenden. Plötzlich sprang ein Schatten mit einem wilden Schrei aus den Büschen in der Nähe meines Hauses. »Abschaum!«, schrie er. »Papa!«, flüsterte Alex nur verwirrt zurück. Aber diese Kreatur hatte wenig von einem Menschen. Der Psychopath drehte wie wahnsinnig seine rot entzündeten Augen und in seinen Händen hatte er einen riesigen Holzhammer. Es war sofort klar, nichts wird ihn auf dem Weg zu seinem Ziel stoppen. Die Beine fingen von selbst an nachzugeben. »Alex, los!«, schrie ich nur. Aber ich drehte mich um und blieb wie angewurzelt stehen. Es gab keinen Ausweg. Es war eine Sackgasse. Ich sah Alex verwirrt an. Ja, nicht so hatte ich mir meinen leiblichen Vater vorgestellt. Er näherte sich inzwischen mit einem abscheulichen Grinsen und murmelte ständig, dass Alex jetzt nicht entkommt und wieder sein Sohn wird. »Komm zu Daddy«, rief er Alex zu. »Und jetzt werden wir uns mit dir befassen.« Der Wahnsinnige schaute in meine Richtung. Mir wurde schwarz vor Augen. »Alex, ich glaube, ich verliere das Bewusstsein.« Mein Bruder schaute mich kurz an und dann machte einen Schritt vorwärts und stellte sich vor mich. »Nein, mach das nicht!« Der psychopathische Vater hatte schon seinen riesigen Hammer geschwungen. Ich kniff die Augen zusammen. Eine Sekunde später hörte ich einen schrillen Schrei. Aber nicht Alex schrie, sondern unser Vater. Ich öffnete meine Augen und sah, wie ein paar Polizisten diesen Verrückten in die Mangel nahmen. Ich war völlig verwirrt und konnte das Zittern nicht unterdrücken. Nur zögerlich legte ich meinen Arm um Alex. Da kam einer der Polizisten auf uns zu. Es stellte sich heraus, dass die Cops uns von der Schule aus gefolgt waren, weil sie sofort etwas Ungutes bemerkt hatten. Aber sie konnten den Vater nicht sofort festnehmen, sie mussten warten, bis er angriff, damit das Gericht unwiderlegbare Beweise für seine Schuld bekam. Der Polizist entschuldigte sich dafür, dass wir das alles durchstehen mussten. Jetzt war unser Vater schon für niemanden mehr eine Bedrohung. Als unser verrückter Vater festgenommen worden war, sah Alex mich an und murmelte, »Danke.« »Ich muss dir danken«, flüsterte ich als Antwort. Ich konnte mich noch lange nicht von den Ereignissen dieses Tages erholen und sah in Albträumen oft die Hand mit dem riesigen Holzhammer. Aber bald wurde es besser. An einem sonnigen Samstagmorgen ging ich wie gewohnt in die Küche zum Frühstück. »Ma, Pa, guten Morgen«, sagte ich wie gewohnt zur Begrüßung. »Ja, ich weiß, dass Sie Pflegeeltern sind. Aber das sind die besten Eltern auf der ganzen Welt.«
Schon deshalb, weil sie nach all dem auch Alex adoptiert haben. Und dir, Bruder, guten Morgen, sagte ich fröhlich zu ihm. Natürlich war das alles sehr schwierig. Aber ich freue mich über diese Wendung des Schicksals. Denn dank ihm habe ich nicht nur den coolsten und mutigsten Bruder bekommen, sondern auch ein paar Millionen Dollar, die Alex anbot, brüderlich mit mir zu teilen. Wie du willst, Bruder. Hat dir das Video gefallen? Abonniere uns und setze einen Like. Unterstütze den Kanal. Danke dir. Hallo an alle. Ich bin Sandra und ich bin 19 Jahre alt. Hat sich jemals jemand, den du nicht mochtest, in dich verliebt? Das ist schrecklich und es ist besonders ekelhaft, wenn der abgewiesene Kerl sich rächt und du nichts machen kannst. Schau das Video bis zum Ende und du findest heraus, wie meine Familie fast aus dem Haus geworfen wurde und ich wegen eines dummen Witzes fast von der Universität geschmissen wurde. Eine Sache, die du über mich wissen solltest, ist, dass ich ein unscheinbares Mädchen bin. Ich bin eine Psychologiestudentin. Meine Eltern sind unglaubliche Geizhälse, die jeden Cent zählen. Und ich habe eine Freundin namens Larry, die ein verrücktes Partygirl ist und versucht, mir einzureden, in einem Kindercamp zu arbeiten. Eigentlich war es eine gute Idee, weil ich Geld brauchte, um meinen Eltern zurückzuzahlen und meine Studiengebühren wieder hereinzuholen. Aber es gab ein Problem. Ich musste ein Führungszeugnis von Professor Antonin bekommen, der... Erstens hat er ein schreckliches Temperament. Zweitens hasst er meine Gruppe, weil sie ihn einmal an Halloween parodiert hatten. Außerdem habe ich nur 2 Wochen Zeit, denn dann ist es zu spät und ich werde nicht ins Camp mitgenommen. Du kannst damit machen, was du willst, Sandra. Ach so, und weißt du was? Wir kamen zu spät zu seiner letzten Stunde. Ich wäre nicht zu spät gekommen, wäre ich alleine gewesen, aber Larry verschob den Übungsauftrag bis zum letzten Tag, bat mich um Hilfe und wir verbrachten die ganze Nacht damit. Und natürlich haben wir verschlafen. Professor Antonin weigerte sich, uns hereinzulassen und markierte uns beide als abwesend. Wurdest du jemals von deinem Lehrer zu Unrecht bestraft? Ich glaube, jeder hat diese Erfahrung mal gemacht. Aber ich war sauer auf Larry. Warum hatte sie die Aufgabe nicht einfach pünktlich erledigt? Sie sagte, dass sie das Problem lösen könnte und betrat nach dem Unterricht sein Büro. Ich hoffte, dass Larry Erfolg haben würde. Sie war wunderschön, charmant und jeder Lehrer liebte sie. Aber nein, sie wurde rausgeworfen und er drohte sogar, dass er unsere Aufgabe überhaupt nicht annehmen würde. Eine gute Frage. Was sollen wir jetzt tun? Plötzlich stupste mich Larry an und sagte eine wirklich verrückte Sache, wie: Hey Sandra, hast du gemerkt, wie er dich ansah? Ich meine, ja Larry. Ich habe gesehen, wie er mich ansah, wie die Verkörperung des rein Bösen bei einem unschuldigen Lamm. Nein, du verstehst das nicht. Er steht total auf dich. Was? Das ist unmöglich. Natürlich verstand Larry mehr über Menschen als ich, aber Professor Antonin? Auf mich stehen? Nein, nein, nein. Larry versuchte, mich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung wäre und dass es zu unserem Gunsten funktionieren würde, weil ich ihn in einem Café treffen, mit ihm sprechen und ihn bezaubern könnte. Dann kann er seine Befehlskette ignorieren und ich könnte tun, was ich will. Ich versuchte, Larry einzureden, dass es eine schlechte Idee war. Aber unglücklicherweise rief mich mein Vorgesetzter von dem Camp an und fragte, wie es mir ginge. Er war offensichtlich sehr nervös und sagte, dass ich mich beeilen soll. Ihre Gruppenmitglieder haben bereits... Meine Güte, haben sie nicht alle gemerkt, wie kompliziert es war? Jetzt schien es, als müsste ich Teil von Larrys Plan sein und versuchen, mit meinem Professor zu flirten. Alles in diesem Satz klingt falsch, aber ich hatte keine Wahl, oder? Larry und ich folgten Antonin heimlich und fanden Folgendes heraus. Zuallererst aß er alleine zu Abend, also hatten wir damit keine verdächtigen Zeugen. Zweitens ging er ins gleiche Café mit leckeren und günstigen Brötchen. Drittens sah er verwirrt und verschwärmt aus, als er alleine war. Hat er sich wirklich in mich verliebt? Wie auch immer, wir konnten sorgfältig über unseren Plan nachdenken und in meiner Freizeit kamen meine Eltern aus der Vorstadt, um mich zu besuchen. Ich zog mich gut an und ging mit ihnen in mein Lieblingsrestaurant. Mama und Papa waren ziemlich verwirrt und konnten nicht sprechen, bis Papa schließlich herausgab, dass ihr Geld weg war und es kaum schafften, Geld für mein Studium zu finden. Ich war verwirrt und wusste nicht, dass meine Eltern so wenig Geld hatten. Oh Gott, vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Aber ich werde doch in einem Kindercamp arbeiten. Das sollte uns auf jeden Fall helfen. Ich lächelte sie an, umarmte sie und sagte, dass es okay ist und ich einen Job bekam. Natürlich war es nur für den Sommer, aber es ist wenigstens ein bisschen Einkommen.
Meine Mutter brach in Tränen aus. Mein Vater nahm meine Hand und sagte, dass ich einen tollen Job mache und sie sehr stolz auf mich waren. Ich war sehr berührt und umarmte meinen Vater erneut. Aber jetzt konnte ich nicht aus dieser Situation herauskommen. Ich muss diesen Job bekommen und davor mein Führungszeugnis von Professor Antonin. Die unscheinbare Sandra machte ihr schickes Make-up, zog ein elegantes Kleid an und machte sich auf die Suche nach den Herzen anderer Menschen. Hast du jemals einen Mann verführt? Naja, oder Jungs. Ich habe noch nie jemanden seine Aufmerksamkeit für mich erregt und um ehrlich zu sein, hatte ich auch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wahrscheinlich muss ich oft lachen und lächeln? Oh, ich weiß es nicht. Ich kam zu Professor Antonins Lieblingscafé, nahm den vorteilhaftesten Tisch und sah romantisch aus dem Fenster. Ich hatte Glück, dass dieser Ort unbeliebt war. Ich bekam nur eine Tasse Kaffee und wusste genau, von wem er war. Ich setzte mich elegant an Professor Antonins Tisch. Er war sogar wirklich süß. Ich habe daran vorher noch nie an ihn gedacht. Wir fingen an zu reden. Ich flirtete eindeutig mit ihm. Und dann, als ich anfing, über mein Studium zu sprechen, sah er mich einige Momente an und fragte dann, »Miss Alice?« Ich hatte nicht erwartet, dass er so überrascht klingt. Er war nicht glücklich. Es war, als wäre die Erde unter seinen Füßen gefallen. Ich konnte ihn nicht anlügen und wollte es auch nicht. Also sagte ich ihm, dass ich Sandra Alice bin. Er machte eine Pause, stand auf, sagte kalt, »Netter Versuch« und ging. Es war ein Desaster. Ich hatte nicht erwartet, dass er so beleidigt ist. Meine Güte, was sollte ich denn tun? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann, am nächsten Tag wurde ich dann in das Dekanat gerufen und über die Beschwerde von Professor Antonin über mein Fehlverhalten informiert. Und jetzt würde ich ausgewiesen werden. Ich konnte nichts zu meiner Verteidigung sagen. Ich brach in Tränen aus und ging zu Larry. Sie war schlau, also konnte sie mir definitiv helfen. Aber sie wollte es nicht. Ich hörte die Worte, die ich niemals von meiner Freundin erwartet hätte. Sie sagte, es sei meine Schuld. Ich hätte vorsichtiger handeln sollen und sie konnte ihren Ruf nicht riskieren. Ich dachte, dass Larry mich abweisen würde, aber nicht, dass sie mich verrät. Sie hatte sich nicht einmal dafür entschuldigt, dass sie bei ihren Beobachtungen einen Fehler gemacht hatte. Niedergeschmettert und zerstört beschloss ich, die letzte Chance zu nutzen und meine Eltern um Hilfe zu bitten. Ich erzählte ihnen von den Problemen an der Universität und sie eilten zur Rettung, wie ein wirklich liebevoller Vater und eine wirklich liebevolle Mutter. Ich war ein wenig zufrieden mit ihrer Entscheidung, aber nur ein wenig. Die Tatsache war, dass ich über den Versuch, Professor Antonin zu verführen, geschwiegen habe. Ja, es war eine wichtige Sache, aber ich wusste, dass sie mich beurteilen würden, und das zu Recht. Ich konnte es ihnen einfach nicht sagen, es würde mich zerstören. Aber es gab noch eine Sache. Ich wusste, dass sie unser Haus verpfänden müssten, um mich zu retten. Und ich wusste, dass unsere Familie kein Geld mehr hatte. Ich konnte ihnen nicht für den Unterricht oder meine Erlösung zurückzahlen. Papa beschloss, mit Dean über die Situation zu sprechen. Aber ich hatte Angst, dass er die Wahrheit herausfinden könnte. Also versuchte ich, ihn aufzuhalten. Aber er hörte mir nicht zu und wollte mich verteidigen. Dann eilte ich auf einer anderen Straße zur Universität. Ich musste vor meinem Vater zum Dekanat. Aber ich war zu spät. Ich kam in einen Stau, verließ mein Auto und rannte los. Als ich zur Universität kam, sah ich Papa neben Professor Antonin stehen, der ihm ein Abschlussdokument reichte. Mein Dokument. Als Professor Antonin mich sah, grunzte er und fragte, »Was, nutzen Sie alle Möglichkeiten, um hier zu bleiben?« Ich antwortete nicht. Er drehte sich auf den Fersen und ging. Papa fragte mich, was überhaupt passiert war, und ich konnte ihm immer noch nicht die Wahrheit sagen. Das war's. Ich wurde aus der Universität geworfen. Natürlich könnte ich wieder eingestellt werden, aber wer würde meinen Ruf wiederherstellen? Wo würde ich Geld für mein neues Studium bekommen? Wo würde ich ohne Hochschulbildung zur Arbeit gehen? Putzfrau sein? Toll, davon habe ich nach der Schule geträumt. Ich packte alle meine Sachen zusammen und beschloss schließlich, zu Professor Antonin zu gehen, um ihm zu erzählen, wie er mein Leben zerstört hat. Ich berührte die Bürotür und hörte Larrys Stimme. So seltsam. Hat sie ihr Führungszeugnis nicht bekommen? Ich blieb an der Tür stehen und hörte etwas, das mich sprachlos machte. Jetzt saß Larry vor Professor Antonin, weinte und jammerte, dass sie nicht für ihr Studium bezahlen könne und bat ihn um ein Führungszeugnis für das Camp. Was für ein Unsinn! Ich wusste, dass sie reich war. Oh Gott! Sie hat gerade meine Geschichte aufgenommen und jetzt hat sie versucht, sich beim Lehrer einzuschleimen. Ich konnte es nicht ertragen. Ich stürmte ins Büro und sagte scharf, »Hör mir zu!« und erzählte ihm alles, was ich wusste, wie Larry mich ermutigt hatte, ihn zu verführen,
wie sie ihm direkt ins Gesicht lügt und wie beschämt sie jetzt ist. Larry versuchte, mich zum Schweigen zu bringen, aber Professor Antonin sagte, dass sie ihren Mund halten sollte. Hörte mir zu und meinte, dass er es jetzt versteht. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappen würde. Professor Antonin zog seine Aussage zurück und entschuldigte sich bei mir. Meine Eltern mussten das Haus nicht mehr verpfänden. Und darüber hinaus erhielt ich vom Professor ein lang erwartetes, positives Führungszeugnis. Jetzt kann ich ins Sommercamp gehen und meinen Eltern helfen, ein bisschen aus dem finanziellen Loch herauszukommen. Abonniert unseren Kanal und sendet uns eure interessanten Lebensgeschichten. Übers Liken und Teilen freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!